Hallo und herzlich willkommen bei Videospaß mit Morgi hier in Herr der Ringe Online. Ja, ich habe vorhin vergessen, die Beleuchtung richtig anzuschalten. Also die ist immer noch nicht optimal, aber das kommt mit dem neuen Equipment, mit dem Greenscreen. Ich habe so ein komplettes Studio mir bestellt. Und wir sind hier mittendrin in Kelidul. Kelidul ist ein alter Zwergenhafen, wie ihr sehen könnt. Hier ist das Hafenbecken und der Turm von Kelidul. Und dort vermuten wir den entführten Elbenprinzen und werden jeden einzelnen Grimhand-Krieger hier erschlagen. Denn Gnargi hegt einen Groll, der so tief ist wie mindestens das Hafenbecken hier. Und außerdem geben wir uns nicht schlecht EP. Falls ihr neu dabei seid, ich bin gerade dabei, die Prolog-Quest zu erleben und demnächst werden wahrscheinlich der ein oder andere Charakter hier dazu stoßen. Das heißt, dieses Let's Play wird sich phasenweise oder auch über längere Zeit immer wieder in ein Let's Play Together verwandeln, auf das ich mich sehr freue. Denn schließlich ist der Herr der Ringe Online ein MMORPG. Und kein Singleplayer-Spiel und das möchte ich hier auch ausleben und euch zeigen. Dungeons und Raids, vielleicht ein bisschen PvP, mal schauen. Gepriesen sei Elbereth, Hier ist jemand, der Abertal. vielleicht helfen könnte. Ihr seid gekommen, mich zu befreien? Skorgrim Grimhand hat in der Kluft Wrath-Tyraik eine Bilvis-Armee aufgestellt und wenn wir ihn nicht aufhalten, wird er über alle freien Länder herfallen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wenn wir lebend aus Kelidul entkommen wollen, um anderen von dieser großen Gefahr zu berichten, müssen wir zunächst den Kapitän und seine Mannschaft überwinden. Er wird bald zurück sein. Schnell! Bindet meine Hände los. Wir müssen von hier weg. Wir müssen von hier fliehen. Eine Bilvis-Armee unter dem Berg. Okay. Das ist ein altes Schema. Gefährlich. Oh. Hauptmann Volund. Hey, lass mein El lass Abertal in Ruhe, unseren Elbenprinzen. Erstmal ein Klingenwind hier. Klingensturm direkt. Und ein Seefahrer. Blenden wir mal hier die Tags aus. Joho, wie er sich freut. Der Schatten hat sich erhoben. Oho, er hat Angst. Wir müssen uns beeilen, Gnagi. Skorgrim hat im Tal Tetherike eine Armee. Ja, hat er doch schon gesagt. Megowan. Megowan, mein Freund. Und zurück. Wir haben wieder eine Tat abgeschlossen. Das Auskundschaften der Grimhans und haben Zeichen bekommen und Treue. Eine neue Tugend. Haben wir die jetzt auch tatsächlich bekommen? Ja, hier, tatsächlich. Vitalität, maximale Kraft, taktische Schadensreduzierung. Ich weiß nicht, welches besser ist. Ich werde mich da mal einlesen. Ich grüße euch. Avatar ist in Sicherheit und der Frieden in greifbare Nähe gerückt. Aber die Kriegsgefahr in den Eredluin ist noch nicht gebannt, Gnargi. Das kannst du laut sagen, Langlass. Die haben eine Bilvis-Armee gezüchtet unter dem Berg. Wir müssen Skorgrim Grimhand besiegen und eine Bedrohung ein für alle Mal besiegen. Und das muss schnell geschehen, bevor er die zweite Stufe seines Planes in die Tat umsetzen kann. Bleibt einen Moment. Ist nur lustig, die Bösewichte haben immer so einen Stufenplan. Irgendwie so. Ich werde Mati Starkhand von Gelfin in Gondamon von Avatals sicherer Rückkehr in Kenntnis setzen und ihre Meister warnen. Die freien Völker der Eredluin müssen sich vereinen, wenn sie Skorgrim und seine Bilwisse in diesem Land vertreiben wollen. Während Fürst Dvalin und Meister Dorungur ihre Streitkräfte vereinen, habe ich eine dringende Aufgabe für euch, Gnargi. Die Bilwisse sammeln sich im Tal Wrath-Tyraik. Also die Namen sind echt heftig. Ich hoffe, ich mach's richtig.
Wenn wir den Hauch einer Chance haben sollen, Skorgrim zu besiegen, müssen wir ihre Reihen ausdünnen. Da bin ich genau deiner Meinung. Ja, ausdünnen kann Gnargi hier. Reist nach Rathereig, dem Tal südlich von Gondamon, und sprecht mit dem Zwerg Ingolfer. Greift ihm unter die Arme, damit Dwalin und Dorungur die größere Chance auf einen Sieg bekommen. Ja, jetzt spitzt sich's langsam zu, das freut mich. Sehr gut. Also, alle haben ja immer Angst vor Krieg, aber für Gnargi ist es genau das Richtige. So, schauen wir mal. Der geplünderte Hafen. Was haben wir noch für Quests hier? Das dritte Zahnrad ist klar. Ja, dann auf zum Hafen. Was ist das für ein... Davoy? Ist das ein russischer Zwerg? Eigentlich müsste er Davoy heißen. Was haben wir denn? Ich reise mal hier runter und dann schauen wir so lang. Wie ihr vielleicht gesehen habt, im Buch der Tat gibt es ganz viele Kill-Quests. Die werde ich auch zwischendrin vielleicht mal abfarmen, dass wir den einen oder anderen Bonus bekommen. Vielleicht ein gutes Item oder hier eine Rasseneigenschaft oder eine Tugendeigenschaft. Wir sind schon Stufe 14. Nicht schlecht. Boah, sieht das klasse aus. Und so reiten wir gegen Kelidul. Um hier Schatztruhen zu finden. Und die Reihen auszudünnen. Wo gibt's diese Schatztruhen? Ah, da sind sie ja schon. Sehr schön. So, ich pull jetzt einfach mal alles zusammen. Es kann jetzt sein, dass ich das Zeitliche segne, aber ich hab jetzt einfach mal Bock drauf. Und jetzt Klingensturm. Jawohl. Und da sagt einer mal, Gnargi ist nicht schon ein richtiger Krieger. Jawohl, das gefällt mir so langsam. Genau, so sieht's aus. Ha! Kann er stolz sein. Und zwei Schatztruhen. Schauen wir mal weiter, wo noch welche stehen. Hier nicht. Vielleicht hier oben. Ja, genau. Komm hier noch. Mit freundlichen Grüßen von Gnargis Waffenschmiede. Erstmal einen Kriegsbeil an die Birne werfen. Jawohl. Boah, der macht sogar einen Backspin hier. Das traut man dem gar nicht zu, dass er so beweglich ist, ne? Jawohl. Kommt alle her. Das Stark ist nämlich auch einer dieser, der Bereichsangriffe hier. Dieses Zerreißen, das macht Schaden über Zeit, also ein Dot auf alle Ziele. Und das finde ich immer besonders gut. Also es ist so Fire and Forget. Ich weiß nicht, wie stark der tickt. Mal nachlesen. 10. Das ist gar nicht so wenig. Ja, das Ausdünnen klappt schon wunderbar. Dann können wir uns vielleicht sogar in dieser Folge noch weiter daran zu machen, den Krieg gegen die Grimhans ein für alle Mal zu beenden. So. Sauber. Da sind auch noch die letzten Kisten. Gut. Haben wir hier noch was? Grün.
Ah, den Bogen sollen wir suchen, ne? Wo der wohl sein wird. Kann man hier rein? Lesen wir uns besser mal die Quest durch, bevor ich hier umherirre. Ah, der hält sich außerhalb der Mauern von Kelidul auf. Der hat wahrscheinlich den Bogen nur geklaut, weil er was Gutes damit vollbringen will, nämlich den Starkhans eins dagegen zu geben. Aber wir haben schon wieder den Tat bekommen. Tötet viele Räuber. 100 Zeichen. Ja, wir können uns bald mal ein bisschen besseres Equipment kaufen von den Zeichen. Und Räuberbezwinger. Wir haben ein neue Tugend bekommen. Sehr schön. Gerechtigkeit heißt die. Und wo soll er jetzt sein, der Gute? Da muss ich doch komplett vorlesen. Starkath hält sich außerhalb der Mauern von Kelidul auf. Selernt ist bei Thrasis Hütte westlich von Kelidul. Selernt hat euch erzählt, dass ein Grimhand namens Starkath und dessen Helfer ihn mit seinem Schwert bedroht und seinen Bogen gestohlen haben. Er hat euch gebeten, Starkath zu suchen und den Bogen zurückzuholen. Ja! Boah, bin ich verschrocken, ey! Und da ist er, wenn man vom Teufel spricht. Das ist ja ein richtig hinterhältiger Bursche mit seinem Boah! Ich bin jetzt gerade richtig erschrocken. Gib den Bogen her! Das geziemt sich nicht, einen Elb zu bestehlen. Jawohl. Wunderbar! Das ging ja wie's Zwergenkindchen machen. Dann können wir zurück nach Gondamon. Kunde von unseren Taten bringen. Und uns weiter um die Schlacht der Grimhands kümmern. Ja, das nimmt hier so richtig Fahrt auf. Das gefällt mir. Weil in den ersten Folgen war es doch immer wieder langatmiger und so weiter. Aber es wird besser. Ich bin jetzt echt happy. Und wenn jetzt noch meine Freunde hier dazu stoßen und wir eine Gruppe sind, dann kann hier richtig die Post abgehen. Das freut mich gerade voll. Denn ich muss gestehen, der Herr der Ringe war jetzt am Anfang für mich auch schwierig zu Let's Playen, schwierig zu casten. So bei The Witcher oder bei vor allem bei South Park ist es, das ist einfach ein Selbstläufer, ne? Und das hier war wirklich anstrengend. Aber jetzt kommt's langsam. Ich bin echt happy. Was für ein schrecklicher Tag. Ihr habt den Bogen von Starkath zurückgeholt? Ich danke euch, Gnargi. Ich habe nur meinen Namen zu verlieren. Und der ist mir lieb und teuer. Ich hätte nicht mit der Schande leben können, Pengwirs fürstliches Geschenk zu entehren. Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber würdet ihr mir vielleicht helfen? Oh je, der Arme. Da habe ich auch schon gedacht hier. Ich wollte es nicht aussprechen. Also Gnargi hätte es jetzt gesagt. Ja, dann verlier ihn doch nächstes Mal einfach nicht und wehr dich richtig. Ich habe nachgedacht, Gnargi. Nach dem ganzen Ärger mit Starkath glaube ich nicht, dass ich des Bogens würdig bin. Vor allem deshalb, weil ich ihn nicht einmal festhalten konnte. Geht zu Pengle zurück und erklärt ihm, warum ich seinen Bogen nicht annehmen kann. Vielleicht ist er noch immer in Duyon, südlich von Gondamon. Ich bin eine Enttäuschung für mein eigenes Volk und für die Ehre, die dieses Geschenk bedeutet. Naja, also jetzt übertreib mal nicht, Junge. Du bist ja auch noch ein junger Mann. Aber ich werde deinem Wunsch nachkommen. So, haben wir hier noch was zu tun? Nee. Dann winken wir mal Zeleberg. Schreiben die mal was? Ah, der reitet schon wieder weg. Seid gegrüßt! Ah, da spielen doch einige mehr jetzt. Super, freue ich mich schon drauf. Mich mit den ersten Randoms durch den Dungeon zu ärgern. Ich kann es kaum erwarten. Aber wenn es klappt, dann sind wir sowieso mit mehreren Freunden unterwegs und dann. Oh, ist es neblig hier. Dann wird es mit Randoms nicht so schlimm werden.
Da hinten sehen wir schon den Pfeiler von Gondamon. Da schlägt wahrscheinlich jedes Mal das Herz von Gnargi etwas höher, wenn er diesen Turm sieht. So, wo kann man hier hochreiten? Auf der Seite war das. Und ich glaube sogar auf beiden Seiten, wenn ich mich recht erinnere. Was sehen wir da noch? Was ist denn das da hinten eigentlich für ein riesiger Berg? Das würde mich mal interessieren. Was sind einfach nur die blauen Berge? Ich muss einfach mal wieder der Herr der Ringe lesen. Oder das Silmarillion. Da rennt er wieder, unser Davoy aus den Eisenbergen, unser roter russischer Zwerg. Dann grüßen wir jetzt mal, ob das geht. Slash Gruß vielleicht? Ah, der Zwergengruß ist cool. Also, Askel. Was wollt ihr? Sehr gut gemacht. Ich denke, mein Bruder wäre mit diesem Blutzoll zufrieden. Ich werde diesen Schatz in Thorins Hallen schicken und vielleicht können wir ihn einsetzen, um die Grimhans ein für alle Mal zu besiegen. Jawohl, das machen wir. Und jetzt gibt's hier gutes Loot. Ein Zweihänder. Und ihr wisst ja, wie ich so zu Zweihändern stehe. Dolch möchte ich nicht haben. Das ist ein guter Bogen. Aber ein Zweihandschwert, passt das zum Zwerg? Wie viel DPS macht das? Na, weil der hat halt auch Beweglichkeit drauf, dieser Knüppel. Ich nehme das Schwert, ich will es jetzt einfach haben. Also, entschuldigt, aber ich finde einfach, Zweihandwaffen sehen super geil aus beim Zwerg. Naja, das ist jetzt eher so eine Elbenwaffe. Okay. Ja, ich sehe es ja ein. Dann behalten wir hier mal die zwei Waffen hier unten. Das andere verkaufen wir. Ich kann ja immer noch umstellen. Und wir hatten noch einen Armreif oder irgendwas bekommen hier. Ein Handgelenk mit plus 3 Macht. Plus 4 Macht anstatt plus 3. Sehr schön. Jedes bisschen zählt. Gut. Die Sorgen eines anderen Bruders. Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Obwohl mein Bruder bereits gerecht wurde, habe ich wohl in meinem Kummer zu ehrlich mit meinem jungen Zwerg darüber gesprochen. Mit einem jungen Zwerg darüber gesprochen, sodass dieser nur sein Leben dafür riskiert, um seinen Bruder ebenfalls zu rächen. Na, du Trottel. Es ist ein Mitglied von Gellias Gruppe. Der Zwerg Sigurdor hat sich in Richtung Kheledul aufgemacht, um seinen Bruder zu das ist der, wo wir vorhin gesehen haben. Verdammt, jetzt habe ich wieder... Das ist das Problem, ich kenne halt die Questreihe nicht und mache jetzt manche Sachen vor und nach. Werdet ihr mir helfen? Und jetzt hier. Von Gondamon nach Bre. Ihr habt eure Sache gut gemacht, Gnargi. Doch die große, weite Welt wartet noch auf darauf, von euch entdeckt zu werden. Das sehe ich genauso. Und wenn ihr irgendwo anfangen wollt, ist Bre ein guter Ausgangspunkt, wie jeder andere, ein so guter Ausgangspunkt, wie jeder andere Ort auch. Ja, hier ist richtig was los jetzt. Geht gen Osten, bis ihr das blaue Gebirge weit hinter euch gelassen habt. Es ist eine lange Reise, also nehmt viel Proviant mit. Die Auenländer könnten euch bei euren Reisen behilflich sein. Sucht nach eurer Ankunft in Bre den Bürgermeister auf. Wenn es irgendwo Arbeit gibt, dann weiß er sicher davon. Klar. Ja, nach Bre wollte ich sowieso mal. Ich habe gehört, da gibt's eine wunderbare Schenke. Das tänzelnde Pony, da wollte ich mich schon immer mal zünftig besaufen. Ihr seht hier, es ist eine Gruppe. Und so stelle ich mir es vor. Ich muss einfach mal vielleicht Leute ansprechen, ob die mit mir zusammen was machen wollen. Da oben ist nix. Okay,
Gehen wir mal hoch. Denn die Folge ist schon so gut wie zu Ende wieder. Springen wir mal hier rüber. Nein! Au! Ja, Zwergen sind einfach nicht für so. Zwerge sind nicht für sowas gemacht. Ja. Nun gut. Mit diesem schönen Bild hier. Aus Gondamon. Möchte ich mich bei euch verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt: Videospaß mit Morgi. Ciao!